Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Mittelerde Schatten des Krieges. Boom! So, wir können nun endlich hier die Tür öffnen. Hoffentlich. Sollte. Hoffentlich nicht wieder mit Crashs oder so. Was haben wir? Sie kauern und lauern, Schlangen, was? Schlagen zu mit aller Macht, doch ihr Stahl vermag unsere Wehr nicht zu durchdringen. Geschmiedet von Hand unser Bollwerk aus. Doch ihr Zorn. Bollwerk aus Stahl. Wehrt sich der Mächte feuriger Qual gleichwohl. Lauern haben wir schon, Zorn haben wir schon. Gleichwohl wie verzagen, gleichwohl wie verschlagen. Nee, da gehört her grimmig und da gehört her verzagen. Und da haben wir es. Feurige Qual. Gleichwohl wie grimmig, gleichwohl wie verschlagen, im Antlitz des hellen Herrschers alle Feinde verzagen. Tja, damit ist auch unser schönes Zwergenschwert jetzt dann weg. Getauscht gegen ein eleganteres Elbenschwert. Rekrutiere einen Schlechter. Ja, warte mal, aber da gibt es ein Set aus 4. Was soll es denn dann noch geben? Einen Ring oder irgendwie? Ich meine, wir haben ja nur die 3... Ah, warte, nee, Moment mal. Moment mal. Können wir hierher? Ja, wir können hierher. Minas Morgul. Gibt's die hier auch? Todesdrohung, das haben wir bis jetzt noch nicht geschafft. Sollte man vielleicht auch mal machen. Bessere Items. Der Hexenkönig schützt seinen. Ja, das gibt's auch hier. Ja, natürlich gibt's es hier. 1, 2, 3. Eh nur noch 3 scheinbar. Holen wir uns die gleich mal. Jetzt redet er nicht weiter. Oh, hier sind starke Orks unterwegs. Auch hier werden wir irgendwann eindringen müssen. Oh Mann, ja, auch hier waren natürlich Häuptlinge und alles. Aha. Wer bist du? Du hast mich zerteilt. Jeder andere Ork wäre gestorben, doch ich habe überlebt. Mehr als das, ich bin gewachsen. Meine Brüder setzen mich zusammen, stärker denn je. Alter. Doch sie haben mich nicht erschaffen. Du warst es. Du bist der Schöpfer der Maschine. Nicht schlecht. Was ist mit dir passiert, Kumpel? Haben wir Infos über ihn? Er ist ein leichtes Ziel, okay. Aber leider kein Weichschädel. Oh.
ein leichtes Spiel haben. Beziehungsweise, vielleicht können wir uns gleich holen, den Cyborg. Nee, er ist noch zu stark, verdammt. Das habe ich schon mal gesehen. Okay. Untot oder nicht, Fleisch ist Schlacke. Wow, was? Was war das? Verstehst ihn nicht. Er ist kein Teil von dir. Ich werde das ändern. Du wirst hier nichts mehr ändern. Lass mir. Gefällt mir. Glaubst du, ich lerne nicht dazu? Keine Ahnung, ob du dazu lernst. Die Maschine. Gereinigt. Mal sehen, ob er das überlebt. Ich bin gespannt. Es wäre natürlich sehr interessant. Oh, das Schwert schaut aber auch sehr interessant aus. Oho, hohohoho. Cool. Auch dafür gibt es Sets. Ah, das sollte man sich vielleicht auch aufheben, ne? So, das Einzige, was ich aber eigentlich wollte, war er hier. Vielen Dank. Oh yeah. Sonst haben wir hier nix. Was ist da? Wäre das ein Gesundheitsraub? Nee. Lass mal weg. Oh, das war nicht, was ich wollte. So. Gib mir an. Mann, hier gibt's noch so viel zum Sammeln. Mann, dieses Item hätte man sich schon ganz zu Beginn holen können. Leider sind die aber levelabhängig, glaube ich. Also ich denke mal, wenn man das sammelt, wird man nicht so ein, also wenn man es gleich zu Beginn holt, bekommt man nicht so ein starkes Schwert. Gesagt? Ist Bruce hier irgendwo? Versteckt er sich hier? In der Hoffnung, der Hexenkönig kann ihn vor uns retten. Ich bitte die Ruhe,
Die Orks hier werden sich noch wundern, wozu wir fähig sind. Amartad. Okay. Wir kommen dich holen, Hexenkönig. So. Jetzt holen wir uns mal das verschollene Item hier. Was auch immer es hier gibt. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Halten wir unser Banner hoch. Stiefel wie... Trommeln. Geben uns unseren schnellen Takt. Unser Gemüt ist finster, denn wer in diesen dunklen, von Träumen heimgesuchten Land, was heimgesuchten Land wagt es, der rechtschaffenen Flamme des Zorns zu widerstehen und sich selbst zu Verzweiflung und zu Tod verdammen. Yay, richtig! Wir haben es richtig, auf Anhieb. Na, ich bin ja gespannt, aber ich gehe mal davon aus, dass es ein Ring ist. Wo die Schatten drohen. Oder eine Rüstung. Halten wir unsere Banner hoch. Stiefel wie Trommeln geben uns unseren schnellen Takt. Unser Gemüt eine Rüstung. Denn wer in diesem dunklen, von Träumen heimgesuchten Land wagt es, der rechtschaffenen Flamme des Zorns zu widerstehen und sich selbst zu Verzweiflung und Tod zu verdammen? Füllt alle Elbengeschosse wieder auf, wenn du einen Feind aktiver Elbenwut tötest, okay? Und eine neue Rüstung, die gut aussieht. Gut, damit hätten wir die alle gefunden. Ist die Frage, sollen wir gleich mal hier bleiben und aufräumen? Mal sehen. Wie schauen wir denn hier aus? Es gibt hier ein paar Orks. 26er, 28er. Kollege liegt da mal. Schließt die Frage für wie lang. Giftig. Da. Wir werden uns hier mal einmischen. Nee, kennen wir den nicht? Oh, perfekt. Das ist ja nah. Karagor-Abzug. Wir mischen uns hier gleich mal ein. Schauen, dass wir einen bekommen. Den kennen wir. Den kennen wir. Wer ist er, Alter? Ein Kessel. In dem Kessel. Zwei Mäuse. Quietschi, quietschi. Super. Alle zwei sind irre. Hey, schießt einer auf uns? Oh ja. Wir sind gar nicht hier. Oh, da ist noch ein Kraug, um das Ganze zu versüßen. Schatten aufsetzen. Oh. Ah doch, der hat wieder voll erlebt. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Weiß nicht. Weiß nicht. Ah!
Du kannst dich zurückziehen. Oh, der ist immun gegen Hinrichtern, okay. Oh oh, da kommt einer. Oh, und wir haben noch einen Pfeil. Tja, du bist nicht immun gegen Hinrichtungen, scheinbar. Zeigt ihm, wie wir ihm zusetzen können. Sprungblockade, Mist. Furcht vor Hinrichtung, gut. Und da bist du weg. Oh, shit. Urlaub. Ja, geh halt weg, verdammt nochmal. Okay, na wie du meinst. So. Brutaler Rausch. Oh oh. Oh oh. Vor allem, der hat seine vollen Leben wieder. Oh, da ist ein Schatz, Olok. Na schön. So können wir das natürlich auch machen. Noch einer. Mann, Mann, Mann. Ganz schön was los hier. Der, ah, der Krauk ist weg. Ich weiß schon. Und wenn euch das nicht genügt. Brutaler Rausch schon wieder. Immun gegen Hinrichtung. Oh oh. Nicht gut. Das ist schlecht. Weichschädel, immerhin. Weichschädel ist seine. Das ist seine Schwäche, die wir ordentlich ausnutzen müssen. Oh, und wenn er benommen ist, ist er auch nicht mehr immun gegen Hinrichtungen. Und weit wieder haben wir wen. So. Was sagt die Zeit momentan? Der Part ist zu Ende bereits. Okay, Freunde, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!